So, gucken wir mal. Mal gucken. So, das haben wir. Das kann weg. So, da sind wir wieder. So, meine lieben Freunde, ja, Hallöchen, Popöchen, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Streamabend. Ich bin noch ein bisschen was am Vorbereiten. Mit, ja, allem. Und so weiter und so fort. Und bin aber noch nicht ganz fertig. Muss mir erst noch ein Glas holen. Gegessen habe ich schon. Also von daher sollte das alles gut gehen. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf Toilette. Aber wir lassen die Leute erstmal reinkommen. So. Und ja. Hi Justin, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, da bin ich wieder. So, die Massagematte packe ich mal weg. Die brauche ich beim Zocken eh nicht. Ja, gestern, 18. April, wie angekündigt. Vielen Dank.
Das zweite DLC von Final Fantasy 16 soll rauskommen und ich habe da drauf Bock. Und je nachdem, wie lang das dauert, soll, glaube ich, nicht so viel sein, habe ich mir sagen lassen. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Es soll auf jeden Fall eine neue Esper geben und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die Audioqualität, beziehungsweise nicht die Qualität, sondern Audio ist soweit in Ordnung. Ah, ich muss morgen meinen Vermieter mal anrufen. Warmwasser geht nicht. Ja, ich habe jetzt auch gestern wieder ein bisschen Hogwarts Legacy gespielt und habe da zwei Sachen mitbekommen. Final Fantasy 16 und Hogwarts Legacy arbeiten mit HDR. Das an sich ist nicht weiter schlimm, das kann auch mein Fernseher, aber meine Capture Card kommt damit nicht klar. Das bedeutet, wenn ich die Capture Card so anschließe mit diesem Aufbau, wie ich es jetzt habe, muss ich bei der PlayStation HDR ausschalten. Ansonsten kackt mir ständig die Aufnahme und natürlich auch mein Fernsehbild ab. Und das habe ich erst auf Hogwarts Legacy geschoben, weil alle anderen Spiele klappten ja wunderbar. Und habe dann gemerkt, das ist aber auch bei dem Spiel der Fall. Also während Final Fantasy VII Rebirth das nicht unterstützt und Stellar Blade wahrscheinlich auch nicht, unterstützt es hier. So, naja, wir wollen hier weitermachen. Ich habe auch kein Problem damit nachzugucken, eventuell, wo Spiel laden. Ich habe die Befürchtung, dass wir den Endkampf nochmal machen müssen, um Echoes of Elysium starten zu können. Ich will aber mal gucken. Fertigkeitssets. Keine Lust, deine Ausrüstung jedes Mal manuell anzupassen. Unter den Reiter Ausrüstung im Hauptmenü kannst du bis zu 5 Fertigkeitssets speichern. Okay, das ist cool, aber ich bin eigentlich mit meinen Dingern vollkommen zufrieden. Ich will nochmal zum Titelbildschirm zurückkehren. Was ist das? Rising Tate war kostenlos. Echoes of the Fallen war installiert. Wieso ist das nicht verfügbar? Hab ich doch. So. Achter 12.23. Echoes. Hä? Ja, wollte schon sagen. Oh, da muss ich aber noch was runterziehen. Okay. Planänderung. Wir ziehen das jetzt erstmal runter, was an sich kein Problem ist. Also laden das erstmal runter. Ansonsten hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Wie war eure Woche? Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen? Ich habe erst gedacht, Hogwarts Legacy hätte meinen... dadurch, dass meine Capture Card abgeschmiert ist, habe ich erst gedacht, die schmiert die ganze Zeit ab und so ein Kram. Ist aber nicht der Fall. Muss eigentlich müsste ich eigentlich schon mal ein bisschen technische Recherche begeben. Aber ich habe hier einiges an Fernbedienung rumstehen. Also ich habe hier meine ganz normale Fernseher-Fernbedienung. Dann hier die Fernbedienung für den RGB hinter mir. Das hier ist noch eine LED-Disco-Kugel, die da oben steht, aber die ich wahrscheinlich beim Zocken nicht brauche oder nicht mehr. Das war mal ganz lustig. Das hier ist der Triport Selector. Die Frage ist nur... Was kann ich damit steuern? Den Input, weil wenn ich jetzt die Switch anmache und das Ding halt am Laufen lasse zum Runterladen, dann ist es natürlich, ja. So, ich würde aber hier gerne mal ein bisschen mehr lesen. Ein Brief ohne Absender. Ein Brief ohne Absender mit einer äußerst eigenartigen Bitte erreicht das Versteck. Der Dominus von Leviathan, dem lange verschollenen Esper des Wassers, ist in Not. Um dieser Bitte Folge zu leisten,
müssen Clive und seine Gefährten nach Mysidia reisen, einem versteckten Land unter blauem Himmel, wo sie die tragische Geschichte eines vergessenen Volks aufdecken werden. Freischaltbedingung für die zusätzliche Geschichte ist folgendes Kapitel: Zurück zur Quelle, begib dich zum Ursprung, schließe auf, ja, das Blumen für ein Lächeln, wo ein Wille ist, habe ich tatsächlich. Spezialboni. Kurtana, bekannte Waffe ist das Krieger des Lichts in Final Fantasy 14, einer neuen Gestalt. Bekannte Waffe für Krieger, okay. Belebe das Versteck mit neuer Hintergrundmusik. Zum Spielen dieser muss das Haupt. Ja, das ist schon klar. Per Remote Play können Benutzer eine Verbindung mit dem PlayStation 4. Okay. Ja, ich würde sagen, klingt höchst interessant. Leviathan ist vielleicht auch ein Mythoswesen für dich, Justin. Weiß nicht, Leviathan ist auch irgend so eine drachenähnliche Kreatur. Aber Esper des Wassers, das hatten wir jetzt hier tatsächlich noch nicht. Es wäre cool, wenn es da auch wirklich wieder so einen Esper-Kampf gibt, wo wir uns verwandeln. Was aber auch komisch ist, weil wir eigentlich, um ehrlich zu sein, Dingsbums sind. Ah, Stromrechnung, yay. Naja, buchen sie automatisch am 30. ab. Ansonsten hau ich die drauf. Was wollte ich sagen? Ist Leviathan nicht die Kombination von dem Phönix und Ifrit? Gucken wir uns nochmal die Bilder an. Okay, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ach, die Jill und unser Wolfi. Super. Da ist noch ein anderer Typ. Okay. Das ist wahrscheinlich vergessene Esper des Wassers. Ah, wir können also neue... Okay, das ist cool. Ja, die Gegend hat Style. Ja, wir waren da nur noch gar nicht drin. Aber Leviathan, Wasser? Ja gut, Esper des Wassers, ich weiß nicht. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Das soll die Esper des Wassers sein? Nee. Oha. Alter, Justin, hast du Bock? Hast du Bock? Bist du wach? Ich schütte mich heute den ganzen Tag schon mit Cola voll. Auf der Arbeit habe ich noch zwei Flaschen von den Dingern rumstehen. Also, wenn wir als Ifrit gegen dieses Vieh kämpfen. Darauf freue ich mich. Oha. Alter, ist sie groß. Ich könnte Titan einen, könnte Titan Dingsbums machen. Der sieht naja aus. Ja, ja, es ist halt eher so ein Wasseraal. Schade eigentlich, so ein Wasser, so ein geiler, wässriger Drache wäre schon cool gewesen. Aber ich glaube, Leviathan ist eher wirklich so eine Meereskreatur. Ist kein drachenähnliches Tier, ne? Naja. Gestern Abend geht die Heizung nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe auf jeden Fall hier schon nochmal eine Kuscheldecke da. Bei mir was zum Handy laden. Was zum Controller laden. Das mit dem Handy laden kann ich auch mit dem kombinieren. Das bedeutet, wir sind komplett safe. Morgen muss ich noch ein bisschen einkaufen. Das bedeutet, ich kann nicht ganz so. Ich kann nur bis 5 machen, okay? Aber das ist locker. Ja, ich würde sagen. Ja, guck mal, 42%. Lang verschollene Espers des Wassers ist in Not. Land unter dem blauen Himmel. Okay, das sieht alles schon ganz cool aus. Freigegeben ab 16, obwohl Twitch sagt hier ab 18. Ne? Das ist schon...
So, ich will noch mal gucken. Ich muss mir, wenn ich diesen Monat nicht so knapp bei Kasse wäre, aber ich wollte ja unbedingt den 800-Euro-Fernseher holen. Ich muss mir noch eine Festplatte für mein Dingsbums holen. Weil 600 GB ist ein bisschen viel. Ich meine, Final Fantasy 15 frisst allein schon 80. Das haben wir auch noch offen. Das will ich auf jeden Fall auch spielen. Und Stellar Blade wird nächste Woche rauskommen. Alter, 150 GB. Final Fantasy 16 hat 112 GB. GB knapp ohne Add-ons. Das muss man mal schaffen. Naja, hier. Ich mache euch noch mal kurz auf Stumm, während wir warten, bis es runterlädt. Vielleicht erreiche ich meinen Vermieter noch mal. Haut rein, bis gleich. So, da bin ich wieder. Der sieht na ja aus. Ja, ich bin soweit okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf die drei Spiele, die wir hier gerade sehen.
Final Fantasy 16. Ich werde das wahrscheinlich aufgrund... lass mich mal überlegen, wie ich das am besten mache. Also es gibt zwei Sachen. Wenn das Spiel fertig ist und ich es nicht mehr anpacke, könnte ich es ja theoretisch deinstallieren und würde mir dadurch die erweiterte Speicherkarte sparen. Weil ich habe nämlich auch mit meinen Kollegen ein bisschen gesprochen und allem drum und dran und ich versau mir echt viel, sehr viel Spielspaß, weil ich die Spiele, halt nicht regelmäßig zocke. Deswegen bin ich auch bei Final Fantasy 16 so hinterher. Und dementsprechend ist das halt so. Also, Final Fantasy 16, God of War Ragnarok werden wir auf jeden Fall nochmal anzocken. Nochmal richtig spielen, auf jeden Fall. Und Hogwarts Legacy werde ich wahrscheinlich, wenn das jetzt, dadurch, dass das jetzt wieder hier klappt, werde ich das wieder zocken. Und Stellar Blade auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gekauft. Und ja, in dem gleichen Zug kann ich mir auch Peach Showtime holen. Hoffe ich zumindest, dass euch das nicht stört. Ja, ich hoffe, ihr stört euch nicht an meinen neuen Dingsbums, dass ich nicht ganz normal auf dem vorm Rechner sitze. Aber ich finde es hier auf der Couch einfach angenehmer. Why not rumgammeln? Da hast du vollkommen recht. Ist aber schön, dass es bei deiner Steam-Aufladung gestern noch geklappt hat. Lass mich mal überlegen. Ich würde ganz gerne noch... Super. Das Addon war kostenlos. Das bedeutet, Echoes of the Fallen haben wir uns gekauft. Sprich, das ist eigentlich fertig. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich das laden kann, weil ich habe keine Lust, nochmal den Endboss zu machen. Den haben wir jetzt gefühlt zweimal gemacht. Zweiter, dritter, 0:47 Uhr. Ja, das sollte passen, da sind wir noch zusammen unterwegs. So, die Frage ist jetzt hier eher. Ja, es ruckelt ein bisschen, weil ich HDR ausschalten musste. Aber das lässt halt leider. Meine Capture Card schafft das nicht. Ich muss halt gucken, ob ich eine Capture Card mal finde, dass ich das mal aktualisiere, was HDR kann. Ihr beide seid schon so lange zusammen, dass es sich wahrscheinlich wie ein ganzes Leben an. Aber ich muss ja trotzdem noch eine Menge über Torgal lernen. Ja, er wurde in einem Gif. Er würde sich einem greifenden Behemoth in den Weg stellen, um dich zu beschützen, aber das solltest du niemals für selbstverständlich halten. Schlussendlich ist er immer noch ein Hund und manchmal will er einfach nur den Kopf getätschelt, den Bauch gekrallt und ein paar Kuponüsse gefüttert bekommen. Das solltest du nicht vergessen. Es war voranzusehen, dass es nicht leicht sein würde.
Ein zukünftiges Willkommen. Wieder von sich selbst. Ja, ich habe das doch installiert. Schatzsuche. Einigkeit, ja, von mir aus. So. Hab nochmal 10 Euro reingesteckt. Selbe Problem, darf wieder warten. Ja, vielleicht ist PayPal nicht so geil. Vielleicht hat auch PayPal Probleme. Ashes of the Fallen habe ich gemeistert. Ich weiß nicht ganz, wie ich jetzt das andere trigger. Vielleicht sollte ich das Spiel mal beenden. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie ich das Event trigger. Zusatzinhalte abrufen. Um den Auftrag Sturm der Gezeiten musst du erst Ursprung auf der Weltkarte freischalten und den Nebenauftrag abschließen. Um auf das Kairos-Tor Mairosteins musst du zuerst das Hauptspiel und den Auftrag Sturm der Gezeiten abschließen. Ja, das ist okay. Die Frage ist. Ja, das sieht doch schon anders aus. So, jetzt geht's los. Ach ja, Justine, Justine, Justine. Ja, wo ist denn mein Torgal? Wie kann ich meinem Lieblingsneffen helfen? Weißt du, warum? Warum ich das Bündnis die Dreieinigkeit genannt habe, Clive? Vielleicht bist du zu jung, um dich daran zu erinnern, aber es gab schon einmal ein Bündnis zwischen den reichen Sturms. Vor kaum 20 Jahren hat dein Vater sowohl das Kaiserreich als auch die Republik um Zusammenarbeit mit Rosaria ersucht, um alle Kräfte im Kampf gegen die Fäule zu vereinen. Eine Allianz, deren Vorteil von allen Seiten erkannt wurde. So glaubten wir zumindest. Wer hätte ahnen können, dass der Frieden, für den Elbin so hart gearbeitet hatte, von gänzlich unerwarteter Seite mit Füßen getreten werden sollte. Von deiner Mutter, der Herzogin. Dieser Schlampe, ey. Mit einem Streich hat Annabel uns alles genommen. Unser Land, einen Anführer, einen Bruder, einen Vater. Ja gut, wenn alles eine Person ist, ist es auch nicht schwer. Aber vor allem das. Was hätte sein können? Einen geeinigten Kontinent. Das war Elwins großer Plan. Und deswegen habe ich unser Bündnis Dreieinigkeit genannt, denn es soll nicht nur den Frieden bewahren, sondern auch die Grundlage für fortwährende Zusammenarbeit. Nun denn, tu nichts, was ich nicht auch tun würde. So, du hast also neue Sachen im Angebot, Karen. Clive. Was suchst du denn? Ausverkauft. Omega-Waffe, Breitenschwert.
Runenklinge. Ja, die Omega-Waffe habe ich ja schon. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Oh, ich würde ja am liebsten alles kaufen, was sie hat, aber es ist alles so schweineteuer. Ich hoffe, du hast es passend. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Was verschafft mir die Ehre? Willst du was schmieden? Omega-Waffe habe ich, aber die kann ich nicht auf Level abbringen, ne? Ist noch was? Schade. Okay. Wollen wir mal die Nebenquest machen? Ich will mich nicht. Ich will mit dem. Ich mag die Spiele schon. Ja, noch mehr Lobpreise über unseren Torgal. Ich glaube, der Justin hätte auch gern so einen Torgal. Original. Würde ich nicht nein sagen. Sid. Ich werde deine Zeit nicht mit höflichen Floskeln verschwenden. Leviathans Dominus muss gerettet werden. Und trotz meiner zahlreichen Bedenken hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit einem derart berüchtigten Geächteten hat Madame mir versichert, dass es keinen geeigneteren für diese Aufgabe gibt als dich. Für den Fall, dass die Nachricht in falsche Hände gerät, werde ich die Angelegenheit hier nicht weiter ausführen. Sollte ich dennoch dein Interesse geweckt haben, dann komm bitte zum Schleier und frag nach Layla. Sie wird dir weiterhelfen. Auf jeden Fall. Dominus? Aber warum gerade jetzt? Nach so langer Zeit? Ist irgendetwas passiert, Clive? Ich weiß nicht, ob du mir glaubst, wenn ich dir das erzähle. Nach allem, was wir schon erlebt haben? Inzwischen dürfte es kaum noch etwas geben, das mich überraschen kann. Auch wieder wahr. Würdest du Joshua Bescheid sagen und mit ihm zur Messe kommen? Wir reden dann dort. Wunderbar. Wir scheinen vollzählig zu sein. Und? Was blüht uns denn diesmal? Gar nichts. Ich bin noch nicht sicher. Im Brief, den ich bekommen habe, fehlen ein paar entscheidende Details. Ein Brief? Wissen wir, von wem er stammt? Einen Namen hat sich der Absender leider ebenfalls gespart. Aber wer auch immer es ist, scheint gute Beziehungen zu Madame zu haben. Sonst hätte sie den Brief gar nicht erst an uns weitergeleitet. Madame? Dann muss es wichtig sein. Schließlich hat sie uns noch nie mit Kleinigkeiten belästigt. Wichtig ist vermutlich sogar eine Untertreibung. Wenn das stimmt, was in dem Brief steht, dann ist Leviathans Dominus in Gefahr. Und wir sollen ihn retten. Leviathan? Der Herr des Wassers ist also endlich zurückgekehrt. Wie lange hat es gedauert? 100 Jahre? Mehr sogar, denn es gibt Belege, dass man ihn mindestens ebenso lange schon den Mythischen nennt. Selbst unser werter Hippokrates dürfte noch nicht einmal ein Gedanke in den Köpfen seiner Eltern gewesen sein, als die Wellen der gewaltigen Seeschlange Valisthea das letzte Mal überfluteten. Und warum die lange Abwesenheit? Ich weiß, dass es manchmal ein paar Jahre dauert, bis ein neuer Dominus geboren wird, aber mehr als ein Jahrhundert? Die Blutlinie des Dominus des Wassers könnte aus irgendeinem Grund unterbrochen worden sein. Wenn dem so ist, hat das möglicherweise das Erwachen eines neuen Dominus verhindert. Und wenn jetzt doch wieder einer erwacht ist, hätte er sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Keines der Reiche hat noch einen Dominus.
Wenn herauskommt, dass es einen neuen gibt, den sie in ihre Gewalt bringen können, werden sie sich von nichts aufhalten lassen. Und dann wird sich ganz Valisthea wieder bekriegen. Wo wir Menschen doch gerade jetzt dringender zusammenhalten müssen denn je. Stand sonst noch etwas in dem Brief? Nicht nur, dass da jetzt nur, dass drei hier rumeiern. Ich persönlich treffen muss, wenn ich mehr wissen will. Und dass ich mich in diesem Fall an jemanden namens Layla vom Schleier wenden soll. In dem Fall können wir zumindest ausschließen, dass hier jemand versucht, dich in eine Falle zu locken oder sowas. Man kann trotzdem nie vorsichtig genug sein. Ich komme mit. Ich ebenso. Danke. Da habe ich mir gedacht, dass sie... Und Otto. Entschuldigung. Ja, ja. Ich behalte hier alles im Auge. Wollte sowieso nicht mitkommen. Danke. Dann überlasse war klar, dass uns die Jill nicht alleine ins Bordell gehen lässt. Ja, beim letzten Mal habt ihr euch beschwert, ich wäre zu laut. Und das Spiel wäre zu leise. Also entweder müsst ihr da jetzt irgendwas sagen und euch mal ein bisschen entscheiden. Es kann aber auch sein, dass das Spiel generell einfach leise ist. Ich habe es jetzt mal ein bisschen lauter gestellt, es sollte jetzt ein bisschen besser passen. Ansonsten sind wir eigentlich bis auf das mit allem durch. Also OBS habe ich jetzt lauter gestellt und die Capture Card habe ich jetzt nochmal auf 60% gestellt. Das bedeutet, das Spiel müsste jetzt wesentlich... Die Garnison hat nochmal 100 von den Pechtöpfen nachbestellt. Diese Viecher werden sich gründlich überlegen, uns nochmal anzugreifen. Das ist doch gut. Hört sich besser an, hoffentlich. Müsst ihr mir Bescheid geben. Gehen wir am besten gleich zum Schleier. Ja, wir haben hier nichts mehr zu tun. Die Garnison hat alle Wachen entlang der Mauer abgeschafft. Jetzt können Männer, Frauen und Träger hier durch, wie es ihnen gefällt. Super, ist doch gar nicht schlecht. Du siehst durstig aus. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Da bin ich ja mal gespannt. Er hat in jeden einzelnen Becher gepisst. So, genug geredet. Lass uns doch in den Schleier. Na, mein Hübscher, wie wär's denn mit uns beiden? Entschuldige, ich suche nach einer Layla. Du hast eine gefunden. Und haben deine Freunde vor, mitzumachen? Oder beschränken sie sich aufs Zusehen? Oha. Wir sind nicht wegen deiner Dienste hier. Wir wollen nur mit dir sprechen. Wie ihr eure Zeit nutzt, bleibt euch überlassen. Am Preis ändert sich nichts. Es geht um den Brief. Oh, entschuldigt. Dann werdet ihr wissen wollen, wer ihn geschrieben hat. Unter anderem. Also... Ich habe ihn nur weitergeleitet. Deswegen kann ich euch lediglich eins zu ihm sagen. Laut genug, Justin, oder? Und das wäre? Wie steht's jetzt? Wo ihr die Verfasserin findet. Nördlich der Stadt, an der Küste der Olfescht bei. Haltet Ausschau nach einem Zelt. Die Frau dort wird euch eure Fragen beantworten. Das ist alles? Sonst nichts? Nur noch ein Wort der Warnung. In letzter Zeit findet man in der Aue nicht nur Blumen, also rechnet lieber mit Schwierigkeiten. Na, das klingt doch super. Hier gibt's noch einen Laden. Ja, da muss ich Findet ihr es auch seltsam, dass diese Frau es vorzieht, außerhalb der Stadt ihr Lager aufzuschlagen?
Nicht, wenn ihr die Tragweite dieser Angelegenheit klar ist. Und die Gefahr, in der sie deswegen schwebt. Von diesen blauäugigen Monstern habe ich schon lange keins mehr gesehen. Ja, ich würde auch sagen, da haben wir auch gut was gemacht. Pass auf dich auf! Mach ich. Ich finde es interessant, dass die Viecher miteinander kommunizieren, beziehungsweise dass sie über die Frau quatschen. Machst du etwa Fanservice auf der Couch? Warum sollte ich? Da ist das Zelt, wie Layla gesagt hat. Ja. Mal sehen, wer uns darin erwartet. Es scheint niemand hier zu sein. Warum überrascht mich das nicht? Ich kann mir schon denken, wem dieses Boot gehört. Das Feuer ist noch warm. Die Feuerstelle ist noch warm. Du bist also Sid. Hallo Arsch. Ja, der bin ich wohl. Und verrätst du mir auch deinen Namen? Knackarsch. Frau Knackarsch. Bitte entschuldigt. Ich bin Schula. Schirmerin von Mysidia. Der Zuflucht der Kinder des Wassers. Kinder des Wassers? Eben jenes Volk, das der Legende nach Leviathans Dominus hervorbringt. Bekannt für seine saphirblauen Augen und elfenbeinfarbenes Haar. Doch es scheint unmöglich. Schließlich ist der Stamm bekanntlich verschwunden? Ausgerottet worden? Trotz der Bemühungen sowohl geistlicher als auch weltlicher Obrigkeit sind wir durchaus noch am Leben. Aber seit mehr als einem Jahrhundert tun wir unser Bestes, diesen Umstand vor den Anhängern der guten Gwigor geheim zu halten. Genau wie Leviathans Dominus, nehme ich an. Die große Welle dort draußen, was wisst ihr darüber? Die Woge. Nur, dass es sie schon seit sehr langer Zeit gibt. Seit dem Fall von Drachenauge vor fast einem Jahrhundert. Manche Gelehrte vermuten, dass zwischen den beiden eine Verbindung besteht, aber Beweise gibt es dafür nicht. Mit anderen Worten, ihr habt keine Ahnung. Jetzt spielt euch nicht so auf, naja, wie so ein... Das kann man euch so kaum übel nehmen. Ja, Justin, was denn jetzt? Ist es jetzt besser? Diese Welle wurde von Leviathan verursacht, im Zornesrausch. Ich will das Spiel halt nicht lauter machen als meine nur eigene Sekunden, Musik, bevor dem Wasser Einhalt geboten, Mikrofon. Esper, wie aber dafür brauche ich im Feedback. Gefangen wurden. Und du willst ja, das nein. Dass vielleicht, ihn ich mag Toastbrot. Ja. Wisst ihr, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ein gewisser Geächteter ein Talent dafür hat, störrische Domini in ihre Schranken zu weisen. Und unserer ist vielleicht der störrischste von allen. Jahrelang haben wir nach jemandem gesucht, der sich gegen eine Esper behaupten kann. Ja, ist es. Ich frage drei Sachen und ja. Also, was sagst du? Ist okay. Wirst du uns helfen? Ist mein Hund verarzten? Oh je, was hat er denn? Was genau hat euer Dominus getan, dass man ihn auf diese Weise bestraft hat? Was er getan hat? Oh, er hat nur das größte Verbrechen begangen, das jemand wie er begehen kann. Er wurde geboren. Aber er verdient dieses Schicksal nicht, das mein Volk ihm aufgezwungen hat.
Er verdient es, frei zu sein. Der Sound ist okay, was gibt's denn noch für Fragen? Ich habe gefragt, ist es okay? Der Sound ist so laut, so leise. Ist es okay? Ja, ist es. Nee, alles gut. Na gut. Ist okay, der Sound, super. So unglaublich sich deine Geschichte auch anhört, habe ich doch das Gefühl, dass du die Wahrheit sagst. Also werden wir für euren Dominus tun, was wir können. Aber zuerst... Da frage ich nicht weiter. ...musst du uns alles über ihn und die Art, auf die er festgehalten wird, erzählen. Wie wäre es, wenn ich es euch nicht erzähle, sondern zeige? Lust auf eine kleine Reise zur anderen Seite der Bucht? Meine Leute erwarten euch bereits. Gut, gehen wir. Let's go. Da bin ich mal gespannt. Ja gut, für mich war das echt das Ding kostenlos. Ich habe ja... Boah, ich darf nicht müde werden. Achtung, haltet euch jetzt lieber irgendwo fest. Wir kommen bald zum Wall, den zu passieren kann leichte Übelkeit auslösen. Ich sehe hier keinen Wall. Natürlich nicht. Das ist Absicht. Der Schimmer ist das Werk unserer Ahnen und verbirgt unser Dorf vor ungebetenen Gästen. Gleich seht ihr ihn ja mit eigenen Augen. Da,